Und jetzt Marktcheck Blick durch mit Andreas Reinhardt. Unser Thema heute: Einbruchschutz. Wie eine Überwachungskamera zur Verhaftung noch am Tatort führen kann. Und ein Ex-Einbrecher packt aus. Was Diebe anzieht und wie man sie auch mit einfachen Mitteln abschreckt. Sicherer Leben. Unser Experte weiß Bescheid. Hallo Andreas, ich grüße dich. Hallo. Die Zahl der Wohnungseinbrüche, die scheint jetzt nach der Pandemiezeit wieder zu steigen. Und die dunkle Jahreszeit ist ja sowieso eine Hochzeit für Einbrüche, ne? Genau, dabei kann ich ja mit relativ einfachen Möglichkeiten, mit der Technik, viel zur Vorbeugung tun. Mhm. Und das geht auch als Mieter, wenn ich es einfach wieder abbauen kann. Kleine Dinge, große Wirkungen, schauen wir uns gleich an. Ja, ein Klassiker sind natürlich Überwachungskameras. Und die können mittlerweile dank smarter Technologie ziemlich spektakuläre Dinge, sodass am Ende sogar eine Festnahme stehen kann. Ich sag nur, in flagranti erwischt. Tatort, ein Mehrfamilienhaus in der Innenstadt. Seit Monaten unbewohnt. Die 7 Apartments werden gerade renoviert, sie stehen leer. Es gibt anscheinend nichts zu holen. Trotzdem gerät das Haus ins Visier eines Einbrechers. Und der Einbrecher ins Visier einer Überwachungskamera. Es ist Sonntag, der 8. Januar. Christina Weimann und ihr Mann gehen gerade spazieren. Da meldet sich via App ihre Überwachungskamera. Sofort schauen die beiden sich die Bilder an. Da ist jemand drin. Es ist jemand im Haus. Im ersten Moment bekommt man einen Schreck, man wird also auch in Alarm versetzt. Man hat Angst und man möchte was tun, man ist in Aufregung. Man weiß ja auch nicht, wenn jemand im Haus ist, der dann gestellt wird, wie der sich verhält. Er kann ja auch aggressiv werden. Sofort ruft sie die 110 an. Die Polizei reagiert prompt. Die Beamten befinden sich stets auf Streife und waren glücklicherweise in der Nähe des Tatobjektes. Als die Kollegen vor Ort waren, wurde unverzüglich ein Diensthund angefordert, mit dem anschließend das Haus durchsucht wurde. Der Diensthund konnte dann den Einbrecher versteckt in einem Wandschrank auffinden. Anschließend wurde der 36-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Der Schaden in dem Haus ist immens. Der Täter hat im Keller wertvolle Werkzeuge und vor allem Kupferrohre gestohlen. Dabei hat er Teile der Wasserinstallation zerstört. Wie sich herausstellt, war er mehrmals in dem Haus. Doch erst nachdem die Weimanns eine Kamera installiert haben, konnte der Einbrecher gestellt werden. Die Kamera hat keine 300 Euro gekostet. Und der Schaden, der beim ersten Mal entstanden ist, liegt etwa bei 10.000 Euro. Das hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt. Auch die Polizei freut sich über die Festnahme. Die Hausbesitzer haben sich absolut vorbildlich verhalten. Und da ist natürlich eine Überwachungskamera ein hilfreiches Mittel, sowohl für die Geschädigten, aber auch für die Polizei, um direkt den Einbrecher vor Ort an Ort und Stelle fassen zu können. Christina Weimann und ihr Mann sind erleichtert. Ihre Überwachungskamera gibt ihnen Sicherheit. Super, live beim Einbruch zugucken. Bisschen spooky, finde ich auch, aber sehr wirkungsvoll. Sag mal, muss ich dann die ganze Zeit mein Handy im Blick haben, um zu gucken, dass bei mir zu Hause gerade nichts schief läuft? Also ich kann natürlich live immer zugucken, muss ich aber nicht. Sondern diese Überwachungstechnik, die hat ja einen Bewegungsmelder drin und die guckt, passiert da irgendwas? Dann kriege ich die Meldung. Dann kann ich gucken, dann sehe ich auch, was da vielleicht aufgezeichnet wurde. Du hast uns ja hier eine Kamera mitgebracht. Ne? Die sendet jetzt quasi gerade dieses Bild, was wir hier sehen auf dem Tablet. Aber es bewegt sendet sich gerade. Nicht, im Moment bewegt sich ja ich drehe mal um Richtung Kameramann, der Johannes. Der sonst filmt er immer, jetzt wird er mal. Hat er sofort gemerkt. Genau, das funktioniert. Und da kommt sogar noch so ein Signal dazu. Das gilt jetzt nicht mir, sondern dem Einbrecher. Dem Einbrecher, weil diese Kamera ist ja draußen wahrscheinlich und guckt nach dem Einbrecher. Und der Einbrecher merkt, oh, da ist ein Alarm. Ja. Und ja, das mag den natürlich schreckt ihn hoffentlich ab. Kann man auch, glaube ich, noch ein bisschen lauter stellen, ne? Das ist natürlich lauter, geht noch mit Licht. Und ja, genau. Aber wenn jetzt ein Auto vorbeifährt oder auch ein Tier, kriege ich jedes Mal eine Meldung, da geht der Alarm los. Das nervt ja dann irgendwann die Nachbarn. Die guten Überwachungskameras haben da natürlich eine besondere Erkennung eingebaut. Die können unterscheiden, ist das ein Tier, ist eine Katze, die da dran vorbeiläuft,
Oder ist es ein Auto, was im Hintergrund vorbeifährt? Oder ist es ein Waschbär? Ausgemacht. Ich sehe gerade einen hinter dir. Genau, richtig. Wobei, ja, den Waschbär, den würde ich mir tatsächlich ganz gerne mal angucken. Oder den Marder. Ja, in Flagranti, ja, den Marder erwischen, ja, wie er seine Autokabel durchknabbert. So, das wäre auch ganz, ja, schön. Wo bringe ich so eine Kamera am besten an? Am besten, wenn ich sie draußen anbringen möchte, so, dass sie meine Haustür filmt oder eben die entsprechenden Bereiche, die nicht so gut gesichert sind. Mhm. Die soll natürlich so angebracht sein, dass der Einbrecher jetzt nicht irgendwie selber drankommt, die abpflücken kann oder dagegen schlägt, was auch immer, genau, oder den Strom einfach kappt. Oder Tuch drüber werfen. Oder ein Tuch drüber wirft. Ja. Nee, das soll natürlich nicht so sein. Sie sind ein bisschen höher. Mhm. Und man sollte auch aufpassen, dass sie wirklich nur das eigene Grundstück, den eigenen Eingang filmt, nicht irgendwie das nur vom Nachbarn oder auch nicht die öffentliche Straße. Das hat datenschutzrechtliche, oder, Gründe. Ja, also genau. Ich darf nicht den Gehweg mit erwischen? Sollte ich nicht, ja, genau. Aha, also, und Nachbargrundstück ist auch komplett tabu? Da würde ich dann eher gucken, dass es wirklich nur meinen Eingang filmt. Aha. Und dann bin ich da auf der sicheren Seite. Wie läuft das mit der Stromversorgung? Also ich hätte jetzt gar nicht ein Stromkabel parat draußen, ehrlich gesagt. Die meisten haben eine Akku mit eingebaut. Das heißt, der hält dann 3-4 Monate meistens, gibt aber dann auch, wenn er zur Neige geht, eine Meldung auf mein Tablet. Hey, mhm, jetzt wird der Akku langsam leer, bitte nachladen. Es gibt auch welche, die haben Solarpanel oben drauf, dann hält der Akku natürlich besonders lang. Und kann aber auch im Dunkeln noch, weil das lädt ja immer beim Tag dann den Akku, ja, und dann hält er natürlich auch die Nacht auf jeden Fall durch. Also das ist auf jeden Fall sicher. Ja, das ist sicher. Und natürlich ist es am besten, wenn ich ein Stromkabel in der Nähe habe, ja, weil dann brauche ich mir da keine Sorgen machen. Wie ist es preislich? Was muss ich für ein ordentliches Gerät ausgeben? Es fängt so an, bei die wir hier mitgebracht haben, zwischen 40 und 150 Euro. Mhm. Das sind so die Einstiegsgeräte. Nach oben ist natürlich wenig Grenzen. Man braucht natürlich auch noch mehrere Geräte, mhm, weil nur eine Kamera ist dann oft auch zu wenig. Mhm. Ich sollte vielleicht beim Fachgeschäft kaufen und nicht irgendwie Billigkram aus China. Die sind dann datenschutzrechtlich auch bedenklich, weil die vielleicht nicht so gut abgesichert sind. Mein Live-Bild in die ganze Welt raussenden. Das hat man ja schon mal gesehen. Ne? Dass alle Leute das sehen können. Und den Leuten ist das oft gar nicht klar, dass, richtig, sie jetzt gerade live in die Welt, also, senden. Von daher lieber ein paar Euro mehr ausgeben. Mhm. Was man auch noch sagen muss, ist, es ist oft ein Abo mit dabei. Das heißt, da wird das Bild live irgendwo dann gespeichert bei dem Anbieter der Kamera, okay, in der Cloud. Dafür muss ich Abogebühren zahlen. Das sollte ich auf jeden Fall berücksichtigen. Es ist nicht nur der Kamerapreis, sondern vielleicht auch noch mehr. Und warum wird das dort gespeichert? Wenn die Kamera kaputt ist oder der Einbrecher sie halt doch tatsächlich erwischt und killt, dann ist dort das Video noch gespeichert und dann kann ich das dort abrufen. Ah, und dann kann ich damit zur Polizei marschieren, genau, also zu Aufklärungszwecken quasi. Da macht das schon Sinn mit dieser Cloud, oder? Ja, aber eben muss man bedenken, je nachdem, was es kostet, dass man es eben mit einrechnet. Ja. Verstehe, okay. Ja, was lockt Einbrecher an und was schreckt sie ab? Das weiß niemand besser als der Mann, den Sie jetzt kennenlernen. Wenn Hermann Wenning durch eine Wohnsiedlung ging, dann drohte Unheil. Sein Beruf? Einbrecher. Aber das ist 20 Jahre her. Inzwischen hat er die Seiten gewechselt und sogar ein Buch über seine Vergangenheit geschrieben. Ja, wenn man im Knast ist, hat man Zeit zum Überlegen. Also ich hatte 45 Monate Haft insgesamt und ist nicht immer angenehm. Und es war klar, wenn ich mich da nicht ändere, fange ich draußen wieder an mit den Drogen, mit der Kriminalität. Deswegen habe ich mich dann entschieden, mein Leben zu ändern. Heute berät er unter anderem Hauseigentümer, wie sie ihre vier Wände sichern können. Für uns schaut er sich das Haus von Philipp Sanbar und seiner Familie bei Bingen an. Wir sind noch relativ neu in dem Haus und man hört ja immer, dass die Diebstähle zunehmen. Wir haben selbst auch eine smarte Beleuchtung, die automatisch an- und ausgehen. Wir haben schon über Kameras nachgedacht. Fenstersicherungen haben wir uns auch schon informiert, was es da so gibt mit so Kontaktsicherungen und so weiter. Also das eine oder andere haben wir uns schon mal irgendwie angeschaut, aber noch nicht wirklich für was entschieden. Etwa 3/4 der Einbrecher gelangen durch Fenster in die Häuser. Vor allem die im Erdgeschoss sollten daher besonders gesichert sein. Da hat Philipp Sanbar schon mal gute Karten. Ja, Pilzkopfverriegelung ist immer eine feine Sache. Also da hatten Einbrecher kaum Möglichkeiten, in kurzer Zeit bei dir einzudringen. Ohne dieses Sicherheitssystem kann man innerhalb von 30 Sekunden aufhebeln. Solche Pilzkopfverriegelungen und die passenden Schließteile lassen sich meist problemlos nachrüsten. Auch abschließbare Fenstergriffe machen Einbrechern das Leben schwer.
Da sind Fensterhebel nicht einfach so zu öffnen, zu bewegen. Und so hat man noch mehr Sicherheit. Viele Einbrecher versuchen auch, durch die Terrassentür ins Haus zu kommen. Da hat Familie Sanba ebenfalls vorgesorgt. Und Hermann Wenning fällt noch etwas auf. Also die Lage ist für Einbrecher hier nicht besonders gut, weil die Nachbarn drumherum sehr eng wohnen. Man kommt sehr schlecht da unauffällig ans Gebäude, an die Terrassentür ran. Außerdem sind die Fenster und die Terrassentür durch Pilzkopf sehr gut gesichert. Andere Gebäude aber laden Einbrecher geradezu ein. Hermann Wenning schaut sich für uns in der Umgebung um und wird schnell fündig. Fenster auf Kipp, kann man mit dem Trick immer aufmachen. Eine Minute bin ich drin. Auf jeden Fall. Eine Straße weiter sieht er schon die nächste gute Gelegenheit. Wie gemacht für einen Einbruch. Ja, hier auch toll. Also ich sehe da einen Keller, also ich kann da die Treppe runter, bin da sichtgeschützt durch die Mauer, durch das Dach, kann ganz unauffällig da eintauchen. Kellertüren sind meistens eh nicht gut gesichert. Mit dem Kuhfuß oder mit dem Schraubenzieher bin ich ruckzuck drin im Haus. Viele Hauseigentümer verstecken ihr Grundstück vor fremden Blicken, zum Beispiel hinter hohen Hecken. Über den Sichtschutz freuen sich aber auch Einbrecher. Einmal auf dem Gelände können sie sich ungesehen am Haus zu schaffen machen. Hermann Wenning hat bei seinen Einbrüchen auch immer daran gedacht, im Notfall schnell fliehen zu können. Ja, auch optimal hier der Fluchtweg. Da ist keine Siedlung mehr. Ja, wenn ich dann fertig hier bin, kann ich ganz schnell hier verschwinden, über den Ball ins Gebüsch rein und ich bin weg. Solch gute Gelegenheiten entdeckt Hermann Wenning viele. Daneben aber auch Häuser, um die er als Einbrecher lieber einen Bogen machen würde. Zum Beispiel Gebäude mit Alarmanlagen, Kameras, Bewegungsmeldern oder vergitterten Fenstern. Ja, wenn ich vorm Haus stehe, wo mir die Überwachungskamera entgegenblickt, wo ich eine Alarmanlage sehe, vergitterte Fenster, dann schreckt mich das ab. Weil in dem Moment hat sich der Hausbesitzer schon Gedanken gemacht. Er will sein Haus, sein Eigentum sichern. Und da ist in der Regel auch nicht so viel zu holen. Und wer weiß, was mich da auch im Haus noch erwartet. Da gehe ich lieber dorthin, wo ich weniger Widerstand habe. Entscheidend ist die Abschreckung. Und die geht auch mit einfachen Mitteln. Zurück bei Philipp Sanba. Schon ein Schild Warnung vor dem Hund kann helfen. Kostenpunkt rund 10 Euro. Kaum teurer sind Kameraattrappen. Die gibt es online oder in vielen Baumärkten zu kaufen. Sie sollten wie echte Überwachungskameras so angebracht werden, dass Einbrecher nicht an sie herankommen. Kleines Geld, große Wirkung. Wenn sie dann einen Teil der Einbrecher abschrecken, ist es eine gute Sache. Der Einbrecher weiß ja nicht, ob es jetzt wirklich eine echte Kamera ist oder ob es getäuscht ist. Auch innen gibt es Möglichkeiten, sein Haus zu sichern. Zum Beispiel mit einem solchen Gerät, das tierisch Alarm schlägt, wenn sich jemand nähert. Funktioniert sogar durch geschlossene Jalousien. Generell ist es gut, wenn es wirkt, als sei jemand zu Hause. Dafür eignet sich zum Beispiel auch ein TV-Simulator. Seine LEDs erzeugen ein Farbenspiel, das aussieht, als würde der Fernseher laufen. Ja, Einbrecher wollen auf die Bewohner des Hauses nicht treffen. Also sie steigen dort ein, wo sie sich ziemlich sicher sind. Hier ist niemand, wenn ein Fernseher laufen würde, wenn Hundegebell da ist, wenn auch andere... Wenn anderes Leben Licht in der Wohnung ist, wird der Einbruch nicht begangen. Einbruchschutz muss nicht teuer sein. Auch mit einfachen Mitteln lassen sich ungebetene Gäste vergraulen. Das ist gut zu wissen. Ich höre nämlich momentan echt von vielen Einbrüchen, sowohl in der Nachbarschaft als auch im Bekanntenkreis. Dieses Hundegebell, das fand ich jetzt schon toll, muss ich sagen. Also Hundegebell ganz ohne Gassi gehen, alles, was dazugehört. Ich habe mich nur gefragt, also das reagiert ja auf Bewegung. Wie funktioniert das denn durch die geschlossene Wand oder Türe hindurch? Das funktioniert mit Radar. Das ist also eine spezielle Technik, die dann eben auch
durch das geschlossene Hoftor, durch die Wand, durch die Jalousie erkennt, da ist eine Bewegung draußen, da kommt jemand und dann geht das Gebell los. Ja, wie ein echter Hund. Also mein Hund kann das auch durch Wände hindurch. Ich wünsche manchmal, ich könnte zwischendurch mal abstellen. Ich glaube, die Nachbarn auch. Aber bringt natürlich Sicherheit. Der Ex-Einbrecher-Profi hat uns gerade gesagt, man soll immer Anwesenheit simulieren. Deswegen auch dieser TV-Simulator, als ob der Fernseher laufen würde. Und Licht ist ja auch ganz wichtig, oder? Genau, da gibt es ganz einfache Möglichkeiten. Entweder durch eine Steckdose, so wie die hier. Das ist eine smarte Steckdose, die ich in mein WLAN einklinken kann. Und dann kann ich über eine App zum Beispiel eine Stehlampe an- und ausmachen. Also die stecke ich einfach in diese smarte Steckdose rein? Genau, vorne Steckdose, hinten Steckdose und einfach funktioniert sehr einfach. Mhm. Oder ich habe eine smarte Glühbirne, dann kann ich eben auch Deckenleuchten damit steuern, ein- und ausschalten. Da kann ich ganze Szenarien machen, zu bestimmten Uhrzeiten ein- und ausschalten. Man kann sogar Bewegungssimulationen machen, dass in einem Zimmer das Licht angeht, in dem anderen aus, damit es so aussieht, als ob jemand hin und her läuft. Alles das ist möglich und das ist für relativ kleines Geld machbar. Das heißt, ich kann das dann einfach aus dem Urlaub heraus übers Handy steuern, habe ich in meiner App. Geht aus dem Urlaub, geht von zu Hause, geht automatisch, lässt sich alles einrichten. Ja. Sehr praktisch. Was ist mit Bewegungsmeldern außerhalb des Hauses? Da reicht einfach ein bisschen Licht, oder? Genau, das gibt es ja mit relativ hellen Lampen, da ist ein Bewegungsmelder mit eingebaut. Auch das ist schon eine Abschreckung für einen Einbrecher, weil da wird es ja hell. Er wird unter Umständen entdeckt. Das will er nicht. Ja. Von daher wird er vielleicht eher flüchten, wenn dann helles Licht angeht. Viele kleine Maßnahmen, die offensichtlich sehr wirkungsvoll sind. Und interessant finde ich, Rollläden habe ich mal gehört. Also man fühlt sich ja mal sicher mit runtergelassenen Rollläden. Aber ich habe mal gehört, soll man gar nicht machen, weil die relativ leicht, also die normalen und ungesicherten, sehr leicht hochzuschieben sind. Man soll sie lieber oben lassen, wenn man wegfährt, damit es nicht noch ein Schild ist, ich bin nicht da. Genau. Quasi. Also wenn ist natürlich das Beste ist, wenn man sie auch steuern kann, ist relativ aufwendig, muss man Strom hinlegen, damit das richtig funktioniert. Also nicht so einfach wie eine Glühbirne. Das wäre aber wenn das dann Optimale. Wenn dann die Rollläden aber oben sind, dann lieber Licht an, Licht aus, statt dann alle Rollläden runter. Also, weil dann ist klar, da ist keiner zu Hause. Und dann gibt es noch die ganz untechnischen Klassiker und die nennen sich freundliche Nachbarn? Oh ja, unbedingt. Das ist sehr, sehr gut, wenn man gute Nachbarn hat, wenn man sich mit denen gut stellt. Die stellen die Mülleimer raus, wenn Müll abgeholt wird. Das ist eine gute Maßnahme. Die leeren den Briefkasten, dass die nicht überquellen. Also Nachbarn warm halten. Immer nett zu denen sein. Ja, klingt alles so schlicht, aber kann einem wirklich viel Ärger ersparen. Denn so einen Einbruch, den braucht man wirklich nicht. Andreas, danke schön für die Tipps und die Aufklärung hier in Marktcheck. Einfache technische Möglichkeiten zum Abschrecken oder Ertappen von Einbrechern. Welches da gibt, das haben wir auch online auf swr.de/marktcheck. Und das ist sicher sehr gut investiertes Geld. Und wenn ihr jetzt noch mehr Videos von uns sehen möchtet, schaut doch mal hier. Und zur ganzen Sendung geht es da.